Guten Tag, Freunde der umkämpften Schlacht und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars Zero Death Run. So, beim letzten Mal waren wir hier drüben bei der Druidenfabrik und haben die eigentlich relativ gut überstanden. Deswegen bin ich auch relativ gut drauf und ich bin, frohen Mutes, dass wir die Schlacht auch vielleicht sogar first tryen. Aber wenn es das ist, was ich denke, dass es ist, dann wird es relativ schwer. Also gucken wir mal, was uns erwartet. Erstmal natürlich Story, los geht's. Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Ich habe den Sound ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Kapitel 3, Jedi-Schlacht. Ich kann es, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen hochdrehen. Beim Versuch, Obi-Wan Kenobi von Genosis zu befreien, werden Anakin Skywalker und Padme Amidala von Jango Fett gefangen genommen. Obi-Wan hat ein Notsignal an den Jedi-Rat geschickt, doch die Lage scheint hoffnungslos zu sein. Zumal Count Dooku, der frühere der Separatisten... Alter, ich kann das doch nicht so schnell lesen. Moment, warum ist das Spiel jetzt wieder so laut? Guck mal, es ist Soundstärke 2 und es ist eben voll ausgerastet. Na gut, dann probieren wir es eben einfach. Wow. Geht ja gleich gut los. Alter, ich bin ja gleich schon tot. What the hell? Ach ja. Bis gleich. So, dann probieren wir es nochmal. Hoffentlich jetzt noch ein bisschen besser. Wow. Alter, ich werde direkt abgeballert. Vielleicht ein bisschen mehr auf... Hoppa! Bisschen defensiver spielen, dann geht es, glaube ich, besser. Och, du Heilige! So viel zu defensiver spielen. Aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Nice! Jetzt erstmal Amidala befreien. Perfekt. Meine Güte! Okay, als nächstes ist Luke am Start. Ne, Anakin, Entschuldigung. Die wechselt man aber auch echt schnell, oder? Na gut. Luke ist ja auch erst ein bisschen später vorgekommen. Von daher sollte man die eigentlich nicht so leicht verwechseln. Guck mal, wie viele Sachen wir schon haben. Also, an Stats meine ich jetzt. Und ich gehe extra ein bisschen... Hoppa! Weiter von hier weg. Mal ein bisschen defensiv spielen hier. Oh, das ging sogar ziemlich gut. So. Was? Jetzt erstmal den hier kaputt machen, genau. Und jetzt den Druidiker. Perfekt. Jetzt Anakin befreien. Super. Das läuft ja wie geschnitten Brot. Na gut, ein geschnitten Brot läuft nicht unbedingt, aber es läuft. Und unsere Stat-Anzahl sieht auch ziemlich stattlich aus. Also solange man hier außen lang geht, scheint es relativ entspannt zu sein. Was heißt entspannt, aber... Bisher sind wir noch nicht so lange drin und haben schon eigentlich voll. Oh oh. Ich muss defensiver spielen. Nein! Verdammt! Nochmal! Bis gleich. Nochmal Luke befreit. Anakin. Entschuldigung. Ich verwechsel das so schnell. So. Jetzt probieren wir es nochmal. Let's try it again. Ach, das, wie viele Druidikas das einfach sind. Guckt euch das mal an. Glaube, wir müssen hier wirklich Step by Step ran. Genau. Druidika für Druidika. Ja, nice. Perfekt. Oh! Concentration Coordination. Nice. Woo. Warum habe ich da jetzt Schaden bekommen? Unverantwortlich. Nein. Nein. Woo. Was mache ich denn? Ah. Alter Schwede. Okay, ich brauche Herzen. Ich brauche Herzen. Ich brauche Herzen. Ich will nicht nochmal sterben. Oh. Nein. Nein. Nein.
Okay, bis gleich. So. Let's have a look at the drunken sailor. Let's have a look at the drunken sailor. Hier kommt er jetzt, ne? Ja. Probieren wir es mal wirklich so. Nur mit draufhauen. Na, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, war das knapp. Meine Güte. Aber nur mit draufknüppeln, das sieht ja voll gut aus. Stumpfes Draufknüppeln ist viel schlauer als gezieltes Abblocken. Ihr seht ja, ich mache, nehme überhaupt keinen Schaden. What the actual hell? Wie einfach ist das Spiel denn dann? Ja, ich find's gut. Wieder was gelernt, ne? Also ihr merkt, stumpfes Draufknüppeln ist in Lego Star Wars wesentlich besser als gezieltes Abblocken. So, was gibt's jetzt zu tun? Und warum haben die sich gerade gegenseitig angegriffen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist heute ein ziemlich kämpferischer Part, muss man ja sagen. Und ihr seht, wenn ich einfach nur schlage, dann nehme ich überhaupt keinen Schaden. Also das freut mich sehr. Ich finde es nur halt komisch vom kämpferischen Gameplay, ne? Sorry, man. Ich höchstens nehme halt die anderen nochmal Schaden. Also die anderen, meine Freunde, sage ich mal. Meine Colleagues. Aber ihr seht, das ist pretty easy. Also ich spamme wirklich die ganze Zeit nur den Angriffsknopf. Mich soll es nicht stören, wenn es funktioniert. Also das macht es nur einfacher für mich. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja am Anfang so die ganze Zeit so total aufs Taktische gespielt und so. Aber das muss man ja anscheinend gar nicht. Ich frage mich gerade, wo die restlichen Droids sind, um die man sich kümmern muss. Aber ich habe Zeit, ne? Also, ich kann mir ja die Zeit lassen. Hä, wo sind die denn? Die müssen doch hier irgendwo rumlaufen. Jetzt mal im Ernst. Ich sehe die hier nirgendwo. Ich meine, ich gehe ja schon direkt an der Mitte die ganze Zeit lang. Geh mir mal aus dem Weg. Hä, wo? Wo sind die? I don't know. Ach, da hinten ist einer. Dann kämpfen wir uns mal da langsam vor. Ah, da ist noch einer. Sehr gut. Ihr seht, ich nehme überhaupt keinen Schaden, obwohl die durchgängiges Dauerfeuer auf mich drauf haben. Durchgängiges Dauerfeuer. Das ist auch die schlauste Aussage, die ich jemals gebracht habe. Aber das finde ich schön, dass man das mal herausfindet, dass es so einfach ist, das Spiel. Ich meine, ich kann dann natürlich nur mit meinem Laserschwert Schaden machen, aber was soll mich das stören? So, jetzt kann man einfach die ganze Zeit nur Gegner wählen. Why not? Warum denn auch nicht? Da müssen wir auch mal direkt in die Richtung gehen. Na, Alter, der greift aber auch immer seine Kollegen an, ne? Der ist auch nicht so schlau, der gute... wer ist das denn? Mir fällt dein Name nicht ein. Oh mein Gott, ist das peinlich gerade. Oh my gosh, is that peinlich. Also den muss man ja wohl kennen. Mace Windu, genau, Mace Windu. Der zerstört alle. Egal ob Freund oder Feind. Jetzt müssen wir nur noch die bösen Buben finden. Also ich werde jetzt einfach auf Zeit spielen, ne? Also ihr müsst euch das leider jetzt geben, dass es so lange dauert. Tut mir leid, aber ich möchte hier nicht sterben. Und wenn das Spiel so einfach dadurch ist, warum sollte ich das mir schwer machen, ne? Warum? Warum, frage ich euch? Why? Aber das ist ja echt, also dass ich das jetzt erst bemerke, das ist ja das Dämliche dabei. Dass es funktioniert, das ist ja okay. Das ist ja kein Spiel, was auf krasses Gameplay jetzt aus ist, sondern einfach nur auf den Spaßfaktor, aber... Gut. Oh, jetzt habe ich Schaden bekommen, weil ich nicht durchgängig geschlagen habe. Habt ihr gesehen? Ich muss dieses Herz kriegen. Oh, nice. Haben wir noch bekommen. Wo sind denn die Leute? Wieso greifen die mich nicht an? Das finde ich viel entspannter, wenn die alle auf mich gehen würden. Ich finde die nicht. Tut mir leid. Ich kann hier so lange rumlaufen, wie ich will. Ich finde die nicht. Oder die verstecken sich immer. Aber warum sollten die sich verstecken? Die wollen mich ja töten. Ah, da ist einer. Da ist einer. So.
Nice. One more down. Alter, wenn ich das hier die ganze Zeit auf dieses taktische Spielen gelegt hätte, was ich ja eigentlich durchgängig gemacht habe, dann wäre ich ja sofort gestorben die ganze Zeit. So, jetzt nur noch zwei Stück und dann kommen, glaube ich, Druidikas. Dieses Level ist sehr, sehr auf den Kampf ausgelegt. Aber mich soll es nicht stören, es funktioniert ja. Es funktioniert. Warum sollte mich das stören? Es ist nur die Frage, wo halt die anderen sind. Die anderen Droids. Und ich will ungern aufhören, durchgängig zu schlagen. Das würde es zwar deutlich beschleunigen, aber im Endeffekt kommen wir sowieso an die einzelnen Druiden ran. Was macht er denn? Da macht er noch die krassen Moves. Er ist die krassen Moves am raushauen. Ja, wo ist jetzt der letzte Druide? The last droid. Where is he? Wieso habe ich da Schaden bekommen? Alter. Ich muss mehr spammen. Button mashing. Aber warum habe ich da... Ernsthaft, warum habe ich da Schaden bekommen? Ich habe da durchgängig geschlagen. Alter, geh mir aus dem Weg. Geht mir alle aus dem Weg, verdammt nochmal. Was soll das denn? Die wollen doch geradezu sterben. Wo ist jetzt dieser verdammte letzte Druide? Jetzt mal ehrlich. Ich möchte euch ja ungern auf die Folter spannen, aber ich finde ihn nicht. Ist er vielleicht in der Mitte irgendwo? Würde mich ja wundern. Ich bin ja schon direkt in der Mitte. Und kämpfe hier gnadenlos um mein Leben. Ich gucke mich ja schon möglichst um. Ich habe ihn wahrscheinlich schon längst übersehen. Das wird es wahrscheinlich eher sein. Ich hab ihn übersehen, Mann. Wo denn? Es ist ja nur noch ein einziger. Ich höre den ja auch nicht oder so. Ich meine, bei der Druidikaste hört man die ja wenigstens. Also, wie sie halt rollen. Und das Schloss ist auch anders. Hey, der bewegt sich doch die ganze Zeit. Das kann doch nicht angehen. Dass ich den jetzt hier nicht finde. Nee, hier ist sie nicht. Und ich möchte jetzt ungern aufhören zu schlagen und nach dem zu suchen. Hä, wo ist der denn? Ich laufe die ganze Zeit meine Bahnen, aber bringen tut's es nicht. Und das Ding ist, die respawnen ja auch alle durchgängig. Von daher macht es keinen Sinn, alle umzubringen. Ich gehe mal in die Mitte. Deep in the middle. Ah, da ist er. Natürlich, da steht er einfach so. Okay, wer kommt jetzt? Oh. Django, den ich fälschlicherweise als Boba bezeichnet habe. Hello, Mr. Django. Ich probiere einfach mal die Hau-drauf-Taktik. Das funktioniert auch noch. Das ist ja herrlich. Na, es funktioniert so halb. So funktioniert es natürlich besser. Aber ich möchte, wie gesagt, ungern mein Leben verlieren. Das heißt, wenn ich kurz ungestört bin mit ihm, kann ich das gerne machen. Oh, 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 oh. Ich sollte auch... Oh, wie nice. Er ist durch die Bombe gestorben. Wie gut. Das ist Boba, der Sohn. Wir haben es geschafft! Wie einfach war das? Wie schön! Es freut mich! Jetzt kriegen wir schön neue Sachen, neue Kollegen. Superkid haben wir natürlich auch. Bam! Zack! Nice. Minikids haben wir echt jetzt keine eingesammelt, aber das machen wir später. Gut, Freunde, ich würde sagen, auch wenn der Part jetzt relativ kurz ist, möchte ich es gerne lieber in diesen einzelnen Kapiteln belassen. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann das Kanon... Oh nein! Nein! Also, ihr könnt mir jetzt schon mal verzeihen, das nächste Mal kriegt ihr im Zweifel einen Überlänge-Part, denn Kanonenboot-Kavallerie wird wahrscheinlich das schwerste Level aller Zeiten.
Oder ich werde es first tryen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es das Schwerste wird. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn es heißt Kanonenboot Kavallerie in Lego Star Wars Zero Death Run. Bis dahin, bye bye.